So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer Runde von Battlefield 1 Online hier auf meinem wunderschönen Kanal, heute wieder mal alleine. Warum mache ich das mitten in der Runde jetzt wieder beginnen? Ich beginne hier mitten in der Runde, weil es einfach eine richtig nice Map ist, finde ich. Ich mache mal noch ein kleines bisschen leiser. Und da oben war jemand, das habe ich gesehen. Leute, da oben ist jemand. Gott verdammt, ich überhaupt den Schirm gekillt. Oh my fucking shit. Ich bin in eine fucking Runde reingegangen, wo einfach alles rot war. Jedes verdammte Ziel war einfach rot und ich habe mir gedacht, tschu, scheiß drauf, wir kriegen das doch irgendwie hin, wenn wir jetzt hier mit reingehen. Ich bin einfach zu weit weg. Runde Battlefield. Zwei Runden nehme ich auf. Kenn mich. Battlefield macht Spaß in letzter Zeit wieder. Ja, ein paar Pünktchen haben wir bekommen, nicht wahr? Wir verlieren. Wir haben Einsatzziel Berg. Gott, er ist verbrannt. So, nächstes Ziel 3. Ach du Scheiße. Oh fucking holy shitty. Okay, gut, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Nehmen wir, muss ich mal kurz auf meinen. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Handy gucken. Ah ja. So, wir müssen überspringen. Wir haben unser Battleschiff, auf dem Battleschiff ist kein Platz mehr frei. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Wir könnten hier, wir gehen sofort hier rein. Oh mein Gott, Leute, mitten im fucking Krieg. Das ist ja wirklich hier, wie Normandie kommt mir so an. Deswegen habe ich gedacht, gut, jetzt nehmen wir die Aufnahme. Jetzt nehmen wir mal einfach mal auf. Fuck, alter Schwede, was geht denn hier ab? Damit habe ich gar nicht gerechnet. Wir haben aber auch sowas Art Mörsermäßiges, oder? Panzerbüchse. Nee. Aber wir haben Granaten. Panzerabwehrgranate zwar, aber. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Schick den Ich sehe kein Ziel. Ich stehe auf. Ich bin sofort tot. Ach du heilige Macaroni. Wir haben Einsatzziel. Ah, scheiße. Mensch, Leute. Das haben wir wohl nicht ganz so geschafft. Ich muss mal kurz noch nebenbei schreiben. Ihr wisst ja, Battlefield ist so. Alter Spiel. Nee, also Battlefield ist ja sowieso bei mir so eine Mischrunde. Ihr kennt es ja. Battlefield ist bei mir einfach eine fucking locker Runde. Wo ich nebenbei auch aufs Handy schaue. Wenn in Ladestreams. Ich rede über irgendwelche Scheiße. In der Zeit, wo ich. Was ist denn das? Das. Ich sag jetzt einfach mal Türken töte als Ami. Nee, als Ami nicht, als Brite. Und ich weiß, es sind kein. Es ist irgendwas mit dem Orient hat. Fuck. Ah. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, Granati. Scheiße, Brandgranate. Scheibenkleister.
laufen und welche rum. Fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Mich würde mal interessieren, wie euch Battlefield so bei mir gefällt. Das würde mich sehr, sehr interessieren, sehr, sehr blendend interessieren. Weil mir gefällt es relativ gut, nicht schon wieder in der Brandkarte. Nein, 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 nein. Ich würde mal sagen, wir tun uns gar nicht mal ganz so schlimm jetzt hier. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Fuck, wo kommt der jetzt her? Wir haben die Oma. Wo ist denn der jetzt gesch... Ich denke zwar nicht, dass wir noch gewinnen oder so. Ah, Scheibengleister, Mensch. Alles klar. Einfach mal reinspawnen und gleich mal sterben. Warum auch nicht? Ich will hier rein. Komm, wir betreten jetzt hierbei. Oh, das nimmt ganz schön Schaden hier. Da ist ja schon jemand. Ja, als ob ich habe das Fahrzeug zerstört. Handy in die Hand genommen. Einfach mal hier jetzt reinballern. Versuchen, irgendwelche Leute zu treffen. Im echten Leben vielleicht lebensgefährlich. Im Spiel scheiße. So. Wir haben Einsatzziel Gustav erobert. Ja. Da ist jemand drinne. Wie war, wieso, wieso waren da jemand drinne gewesen? Scheibenkleister. Ja, was wollen wir jetzt? Das ist die große Frage. Wir gehen hier wieder rein in Sturmi. Aber ich finde es auch geil. Sturmwaffel hat jetzt irgendwie seine Sturmi-Army und alles so irgendwie geändert. Das finde ich irgendwie sehr interessant. Ich bin gespannt, was dann noch weiter passiert beim Sturmwaffeln. Ich weiß, dass ich hier sterbe. Soll ich stürmen? Das ist eine Person. Oder, ach nee, okay. Hä? Aber warum ging das jetzt hier nie weiter? Reicht ab. Gut, okay. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh, Scheibengleister. Oh, Scheibe. Naja, gut, okay. Man kann ja nie alles haben, aber man kann noch nie wenig haben. Einsatzziel Cäsar erobert. Vor allem, wenn die hier oben sind, das ist eigentlich richtig gut für die, oder? Oh, Bootchen. Ja, wir haben gleich von hier vorne dran. Oh, schade. Jetzt, dieses Ziel. Ja, ging nicht an mich. Ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hatte. Scheiße, dreh, 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 Junge! Was bist du für ein... Dreh doch einfach! Oh! Schildpunkte!
kurz Reparatur, das finde ich in Ordnung. Das finde ich sehr, sehr in Ordnung. Das sind die Treffe! Fahrt näher ran, Gott verdammt mich! Yeah. Was sagen die Punkte? 9. Platz, 4000 Punkte. Bingo, und ich bin erst bei 303 gejoint. 7-7, das ist sehr, sehr gut. Das gefällt mir doch. Oh fuck, von wo? Von da drüben irgendwo, da hinten, da komme ich Gott verdammt nicht hin. Keine Chance. Okay, was soll denn das? Wir haben Einsatzziel Cäsar. Also in dem Boot sind wir jetzt bisher ziemlich gut unterwegs, das gefällt mir. Komm. Gibt's eine Art Scheiße? Komm. Ah, ich kann nicht schießen! Nein! Oh fuck, das war gut. Das war richtig, echt gut. Also da kein nur gut, sondern das war echt gut gewesen. So, vielleicht schaffen wir es noch, wenn wir hier hochrennen, die Punkte hier ein bisschen mit einzunehmen. So, Einsatzmedaille. Okay. Und hier kommt irgendwelche brennenden Sachen rein. Nur was erobern. So knapp das Ende. Jetzt kommen sie. Jetzt wollen sie zeigen, was sie können. Aber wir gehen wieder auf dem Boot. Sind wir ganz gut eigentlich aufgehoben gewesen. Oh! Dreh doch! Dreh! Der Fahrer ist weg und ich kann nicht als Fahrer einsteigen. Weil ich meine F1-Taste auf Aufnahme beenden und starten habe. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Reparatiere, genau. Da hinten. Nein! Alles gut, Mandy. Alles super. Leute, ihr wisst ja, wie Menzi eigentlich in Wirklichkeit ist, also sehr hilfsbereit und sowas. Deswegen bin ich ja jetzt auch die ganze Zeit am Handy. Gott verdammt, was ist da oben los? Vorsturm. Jetzt im Flugzeug sitzen. Die sind alle tot.
Von der Seite! Also immer noch 9. mit 5000 Punkten, das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben wieder ein Boot, wo wir mitfahren können. Das hat sich immer verspätet, aber nein. Er ist kein Schiffchen. Ich werde meinen Akku langsam zu neigen. Wo willst du hinfahren? Ich habe gerade auch so eine schöne Bulle getroffen. Heute ist ja der 2.1. muss man dazu sagen. Da ist es. Und da habe ich noch eine Bulle von zu Hause mitgenommen. Das ja, das Wässervideo ist schon oben. Darauf bin ich gespannt. Das bei euch ankommt. Ich hoffe gut. Alles klar, was war denn hier los? Okay, das bringt nicht mehr. Nein, fahr nicht aufs Trocken, fahr nicht auf... Och, du bist doch so ein Kunde. Da bin ich froh, dass ich einen ordentlichen Fahrer habe und jetzt fährt er komplett aufs Land. Einmal hinten reinballern, das war's mit ihm. Ich hoffe mal auch, dass hier oben keiner ist. Aus dem folgenden Grund, warum sollte hier oben jemand sein, wenn unten die ganze Party abgeht? Alles klar. Alles klar. Was ist denn das denn? Jo, Junge. Scheiße, komm. Scheiße, hier sind welche. Jetzt ist das Ding kaputt dort oben. Oh, ich habe mich gerade so gefreut, um mal reinzusteigen. Nein, da kommen die und töten mich. Ich war noch niemals drin und wir verlieren. Dreadnought ist unterwegs. Klar, jetzt. Jetzt zum Ende hin. Versuchen noch irgendwas hinzukommen. Was anderes erstürmen kann man eh nicht mehr. Keine Chance. Niederlage. Oh, Leute, eine schöne kleine kurze Runde und ab in die Wüste. Oh, darauf habe ich eigentlich überhaupt keine Lust. Aber da ich jetzt in der Vorproduktion bin, möchte ich sehr, sehr gerne aufnehmen. Und würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann gebt dann nach oben. Wenn ich den Daumen unten schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch das gefallen hat oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal in der Wüste Sina, oder wie ist die Wüste? Wir gucken uns noch kurz die Punkte an, was ich alles bekommen habe. Aha. Warum gesperrte XP? Hol dir ein Fremdenfass, um XP freizuschalten. Oh, ach so. Na, aber nicht so. Mir ist es scheißegal. Wir machen jetzt einfach weiter.